3 Stunden und 5 Minuten. Reicht das, Tuana? Hey. Hi. Heute vloggt Tuana wieder. Tuana vloggt, weil ja. Hallo. Oh, ich sehe richtig kacke aus. Hallo. Oh nein, die Kamera. Wir machen uns gleich ready, weil wir um. Es ist gerade. Sieht man das? Vielleicht. Es ist 12:43 Uhr und wir müssen um 14 Uhr mit Alpakas reiten gehen. Wir reiten nicht mit denen. Aber wir müssen mit denen reiten. Wir reiten nicht mit denen, aber wir gehen mit denen spazieren. Und, ach, durch den ich habe mich guckt euch bitte das an. Jetzt wisst ihr, wo ich wohne, kein Ding. Aber es schneit und ich hasse Schnee. Und es wird richtig scheiße. So, bist du glücklich, dass wir das machen? Ich habe gar keinen Bock. Und mir ist kalt. Ehrlich? Ja, ehrlich. Ich habe auch keinen Bock. Egal, man sieht sich. Ja. Oh. Ich habe vorhin so aufgehört. Ja. Ein bisschen mehr. Wir sitzen jetzt im Auto. Und meine Baby. Ah, und wir haben Babyhände mitgenommen. Aber wir haben unsere Babyhände mitgenommen, damit wir die Alpakas damit streichen können. Wir sind krank. Ich sehe aus wie ein Penner. Meine Babyhand. Oh, oh. Meine Hand. Aber ich habe schon Schmuck an. Ich mache was anderes an, wartet. Alles, was ich schreibe, wird der nächste Hit. Hopper muss dabei und ich kipp, 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 kipp. Alles, was ich brauche, ist der Bayerisch Drip. Alles, was ich schreibe, wird der nächste Hit. Hopper muss dabei und ich kipp, 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 kipp. Alles, was ich brauche, ist der Bayerisch Drip. Deutschland ist ready. Ist Deutschland ready für Trap mit der bayerischen Hit? Eure Tracks, skip, skip, skip. Alles, was ich schreibe, wird der nächste Hit. Hopper muss dabei und ich kipp, kipp, kipp. Alles, was ich brauche, ist der Bayerisch Trip. So wie man uns kennt, sind wir zu früh, weil meine Mom zu deutsch ist. Also, was machen wir hier? Wir chillen. Also, wir 20 Minuten jetzt chillen. Kartoffeln verkaufen die aktuell noch, ja. Aber die Ernte von letzten Jahr ist fast aus, weil er die auch in der Zeit im Supermarkt verkauft. Aha, okay. Und Nein. Ne? Also, hallo, das ist wir chillen halt, hier, das ist ja so klar. Wir machen einen Vlog. Ja, na klar. Ja, und die bauen alles, also hier so 500 Meter entfernt. Das Braten, das Braturan. Du musst den Fisch. Wir sind echt glücklich. Digga, du bist mein Arsch. Ich seh's nicht kommen. Und dann halt alles hier über die Ränge. Also, das ist. Ja, und die Eiertee. Okay, guck jetzt. Guck jetzt, okay, ich mach. Kann ich mir dann nachher extra. Als Eier gibt's 24,7. Ja, Kartoffeln kann ich hier auch rausholen, wenn du willst. Super, ja. Wir haben Sonntag okay. Den Hofladen zugelassen. Es ist halt nicht so viel. Ne? Mhm. Und im Sommer ist der aber 24. Ja. Ich meine, du bist auch schon. Ja. Du bist noch kürzer als Jesus Christus. Ich kann das nicht. Ich kann das doch nicht. Ich habe dezent Angst vor das. Was geht? Guck, das ist YouTube. YouTube, das sind Alpakas. Danke für eure Bekanntschaft. Kannst du aber auch hier, ne? Hier unten, wenn du hier unten dieses Weiß. Seht ihr das? Kannst du auch so auf die Hand einfach nehmen. Nein. Ich mach mal, wenn du möchtest, noch was? Ja, hat auch noch viele Frauen. Ja, die Augen. Da muss auch einmal geschützt werden. So 18 Jahre. Ja. Die sind auch Mann okay. Und Ami. Okay, Leute. Okay, okay, ich versuch's nochmal, okay? Nee, seit Oktober. Und die Idee entstand erst im Mai und dann haben wir halt hier alles umgebaut. Okay, ich versuch's nochmal. Ich will da ganz links was geben, oder? Sonst wollen wir nicht in die andere Hose von denen. Aber Chili, komm doch schon mal ein bisschen. Stress dich nicht. Los, Fana. Komm noch ein Stückel weiter. Nein. Aber die müssen sonst den Hals so lang ziehen. Die machen doch nichts. Guck sie dir mal an. So. Ich bin raus. Dann stehen sie halt im Sommer nur auf der Wiese, weil da haben sie so frisches Gras. Ja. Wartet. Nee, die Wiese ist schon mal brauchen. Wir gönnen dir. Wollen Sie was dazu sagen? Ja, nicht alles gut.
Wenn er die dann im Sommer dann, sage ich jetzt mal, gestutzt hat oder halt geschnitten, kannst du das Fell dann auch verkaufen? Ja, also kann ich. Weil die sind ja richtig weich. Ich würde aber erstmal, also mein erster Wunsch ist Bettdecken für die Familie. Ah, okay. Na, also ich würde mir gerne erstmal eine Bettdecke machen lassen. Der Scherer, der kommt, der sieht mir das auch. Und so. Ich kriege so 3-5 Kilo Brot. Mann, sein ist ein Assi. Sein ist ein Assi. Was ist das für ein Gerät, was du da hast, muss ich mal fragen. In Physik. Im Heu, in der Krippe, ist oft auch so ganz kleines Krümel. Oh, jetzt eine Nase offen, die da so eine entwickelt hat und da kommt halt im Anfang automatisch wieder rein. Gucken, wenn du gebeißt draußen was ist und einer geht hin, gehen alle anderen hinterher. Das ist süß. Wenn ihr seht, auch sie haben drinnen, wie habe ich das rausgesucht? Schicke ich dir mal wegen Ton zu dem. Ich habe dann aber gemerkt, also so lange Heu da ist, sind die glücklich, die brauchen auch nichts anderes. Ja. Ein bisschen Kraft. Was ist, wenn ich Heu auf dieses Babyhand tue? Versuchen wir das? Versuchen wir das. War schon dreimal im Mund? Ja. Okay, Leute, ich bringe euch jetzt auf den nächsten Stand. Der da ist mein Liebling. Ich nenne ihn. Wie nenne ich ihn? Mom, ich brauche einen Namen für diesen Braun. Den Braun? Den hier? Ja. Den Braun gibst du gar nichts an. Der, doch, Mann, ich bin richtig close mit dem. Ah, ich nehme den ganz links. Ja. Digga, verpiss dich. Ich nehme den ganz links hier. Auf jeden Fall nennen wir ihn. Ich nehme den ganz links. Ich nehme den Jimmy Jackson. Das ist Jimmy Jackson. Keine Ahnung, wer wirklich heißt, aber ich nenne ihn Jimmy Jackson. Komm, Jimmy Jackson. Was geht? Was sagen Sie? Warte, ich will eine Umfrage starten. Ich habe überall Heu an meinem Klo. Steht aber nur mit dem Text oder was? Nein. Was sagen Sie zu dieser Erfahrung? Extrem entspannt. Super süß. Super süß anscheinend. Wollen Sie sich auch ein Alpaka? Ja. Also wir haben einen neuen Namen. Dario. Ja. Hat gesagt, das ist der Weiße mit den Locken natürlich. Aussieht wie er, also nennen wir ihn jetzt Dario. Peace, Dario, an dich. Dario, wenn du das sehen solltest, hoffe ich nicht. Aber dann heißt das jetzt Dario. Okay. Wir brauchen neue Namen. Wir haben 1, 2, 3, 4. Kann ich zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Wir haben zwei Namen. Drei noch. Lady Herbert. Einer heißt Princess. Wir nennen die Princess, weil er sieht nice aus. Und einer heißt. Das ist Cardi B. Ja, das ist Cardi B. Das ist. Zu 100% Cardi. Also an alle Menschen, die das sehen, die mich kennen. Das ist doch nicht meine Idee mit deinem Backhaus. Okay, ich mache eine Straßenumfrage. Was sagen Sie dazu? Auf jeden Fall. Weisheit mit Turner. Euch ist langweilig, seid in Quarantäne. Ihr könnt nicht raus. Oder ihr könnt raus, aber habt nichts vor. Könnt ihr hin. Chillt eure Eier. Chillt hier ein bisschen. Mein Bruder. Guck, ich chill hier mit meinem Bruder. Ja, alles chillig. Denken bestimmt alle, ich bin krank, weil ich hier filme. Weil wir bin ich so Kim K. und so? Nee, aber mir ist richtig kalt. Auch niemand weiß, warum ich Schmuck an habe, aber welche Diskussion hatten wir am Frühstück? Da haben wir noch vegan. Ja, und da haben wir noch, hat meine Tante auch noch gefragt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwo Eier herbekomme oder so. Ja. Es ist extrem kalt, ich freue mich auch, ich habe mich richtig verändert und gucke, ich zeige euch jetzt. Ich habe mein Outfit for the day, wartet. Zwei Kuscheln, dann ist hier meine Leggings, dann ist hier meine Hose, dann ich habe. Dann ich habe diesen Pulli an. Danke für den Sponsor an Olli. Dann ich habe diesen Rollkragen an. Dann darunter ich habe einen Top an. Und dann noch einen fetten Sport-BH. Weil es ist arschkalt und ich hasse Schnee und es schneit einfach und es ist disgusting. Das ist halt auch so im Sommer, am Wochenende oder so kalt. Das ist einfach so. Da musst du jetzt Land befreuen, wenn es regnet. Ich habe hier. Wenn die Nachfrage machen, dann noch immer hellhöriger. Ne? Früchtetee. Und ich hasse Tee. Aber ich habe den nur in meiner Hand, damit meine Hände warm werden.
ich hasse Frischtee, so wirklich. Der einzige Tee, der geht, ist Fenchel-Tee. Und natürlich Chai, Chai ist Ehrenmann, aber Chai ist kein richtiger Tee. Aber meine Hände rühren so, deswegen habe ich diesen Tee. So. Leute. Halle, wie soll ich schwarzen? Hol dir was. Alpaka, zum Leid. Hi. Ja? Willst du ein Keks bist? Nein, danke. Mega. Also, ich sitze hier in der Russnocke, weil sie meinen Platz geklaut hat. Und unsere Bratwurst und Bratwurst sind recht close mit Heil. Ja, guckt euch das an. Kriege ich denn auch irgendwie Viecher? Er sagt, meine Spucks spuck ich zurück. Wie meinst du das? Heißt recht close geworden auch immer. Kleinvieh oder so, was sich dann da an das an Fell absetzen oder so. Also klar, sie können auch alle irgendwelche, ne, Würmer oder sowas. Machen keine Scheiße. Die machen Scheiße. Mach keine Scheiße. Und ich schmuckel zurück. Es gibt hier eine Tierarztpraxis in Landkreis, die auch so Kühe mitmachen und einmal im Quartal. Was geht? Halt was geht da? Der ganz links, ne? Guck mal, der eine heißt Dario, weil der gesagt hat, dass er aussieht wie Dario. Und der eine heißt Niki. Nein, Cardi B. Cardi B. Guck mal, das ist Cardi. Das ganz links ist Jay, nicht Jay. Das ganz links ist Johnny. Johnny? Ist das Johnny? Es ist Johnny. Hi, Johnny. Hi, Johnny. Ich mag Cardi. Johnny. Rap mal für mich. Cheers. Auch sehr frisch, der ist so. Und soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen? Damals in der Türkei waren wir in so einem Streichelzoo, so ein Stück vielleicht, ne? So, wir waren in einem Streichelzoo und da war so ein Lama und ich habe mit dem mich so geprügelt. Ich war so die ganze Zeit so, was? Und er hat dann angefangen, fast zu spucken und schon ausgewichen. Also versuche ich das jetzt bei denen auch. Ja, stimmt. Das hat ja keine Kalorien. Was ist das? Aber willst du auch mal was machen, oder? Nein, nicht Jimmy und James. Jimmy, James, Money, 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 das ganz gut. Money, wir waren alle benannt. Ja. Auch Lenny. Lenny hieß vorher Honeymoon, aber getrennt. Honeymoon? Getrennt geschrieben, also Honigmoon. Honigmoon? Ja, das heißt auch. Nachdem der Kaufvertrag geschrieben war, habe ich gefragt, ob es hier extra ist. Hat er gerade seinen Jackson gekratzt? War das ein Jackson? Ich bin nicht zu 100% ehrlich. Er hat gerade seinen Jackson gekratzt. Oh. Hier, Jackson. Ja, das merkst du. Das ist Dario. Du kommst auch nicht weit mit dir. Wegen den Lappen. Also, wer? Das da? Virtual alleine ist da. Nein. Das ist Cardi B. Wir haben ihn jetzt Cardi B genannt. Keiner weiß warum. Aber weißt du, guck mal, du musst mal hören, wie er so nuschelt. Deswegen hat es sich ja wie Cardi. Was heißt nuschelt so? Er macht Kacke. Ja, nur das gehört auch dazu. Das ist ja. Kleine Köttin. Aber sie machen immer auf die Stelle. Aber mitten in den Raum. Ja, zum Glück aber dahin, wo wir das Stinkelspelzchen gepackt haben. Und eigentlich gehen sie draußen. Also Lenny sitzt gerade draußen in Toilette. Wie riecht man das? Und jetzt stellt er sich dahin. Der Ari geht heute nicht raus zum Packen. Der bleibt lieber drin. Sein Apple-Boll, sein Pferd, dann wird das eingesammelt. Ne? Cringe, ich sehe Pinkel. Ja. Ja. Er kreist ernst, dich das interessiert. Wir pinkeln, danke für die Info. Ja. Du hast jetzt auf Video, wie ich sage, er macht Kacke. Tschüss. So heulen in der Fresse, aber trotzdem.
Ich habe davon immer Tor, die sich aus. Das sind die geilsten Viecher. Das sind meine Viecher. Die zerstören alles. Das sind meine Viecher. Tschüss an meine Freunde. Das sind meine Viecher. Jamie, James, Jamie, Jeremy und Jetpass. Jamie. Ja. Jamie, James, Jaden, Trajan und Rontan. War eine coole Sache. Halt, klauen wir ganz viel Kekse. Du warst halt 2 Monate über die Lange. Also, ich bin fett überbelichtet. Aber wirklich fett überbelichtet. Es sind immer noch keine Lamas, es sind Packers, Digga. Scheiße. Packer. Auf jeden Fall ist unsere deutsche Aktivität hiermit zu Ende. Hier ist noch ein Spielplatz, ist noch ein Spielplatz. Was ist ein Spielplatz? Was ist ein Spielplatz damals? Wilde Zeiten. Du hast eine Mir ist arschkalt, ich hab alles mit. Du kannst. Du hast eine Like that. Ich geh töten. Es ist zu kalt. Also Leute, Fazit. Das Ende vom Miet. Ich hole mir die Kohle mit dem Lamagnac. Okay, nein. Jetzt ehrlich mal, das Ende vom Miet ist. Das Ende vom Miet ist. Mir ist kalt. Das war ganz cool. Ich hab. Neue Breath. Oh mein Gott, da kommt ein Hund. Oh mein Gott, ich bin raus. Ich bin raus. Tschüss. Und noch will ich tun, als ob ich weg kann. So, naja, auf jeden Fall war es funny. Ich hatte eh nichts Besseres zu tun. Naja, ich frage mich zu Meckes vielleicht. Mir ist kalt. Mama hat sich jetzt ein paar Eier gekauft. Keiner weiß warum. Ich gebe die Kamera weiter. Der eine twittert gerade so süß. Warte. Richtig. Dabei, das Stück. Auf jeden Fall, Leute. Guck mal, wie viel darf ich schneiden? Geht dann 24 Stunden Tag drauf? Nein. Soll ich dann wieder Tag machen? Nein, so viel ist es nicht. Auf jeden Fall, Leute, sind wir gerade auf dem Nachhauseweg. Wird die Kommentarsektion wieder gesperrt, oder? Ich hoffe nicht. Leute, sperrt man nicht meine Kommentare. Lass ein Like da. Lass ein Like und Follow da. Nein, aber ganz kurz, jetzt mal ehrlich. Sperrt man nicht wieder meine Kommentare. YouTube, sperrt bitte nicht wieder meine Kommentare. Und schreibt. Ich mach mal nicht so viele Dislikes, Digga. Warum? Wir sind ja auch alles gesagt. Aber wenn ich weitergehe, es gegen Dislikes. Ganz kurz. Ganz kurz. Hört mal auf, so viele Dislikes da zu lassen, weil meine anderen Vlogs haben voll viele Dislikes. Okay. Okay, die sind auch 2 Jahre her. Ich habe mich nicht verändert. Ich bin genauso dumm und stupid und krank wie vorher. Ja, eigentlich hat es nicht verändert. Ich habe meine Haare geschnitten, das ist meine Erinnerung. Ich versuche es davor, meine Glatze zu schneiden. Er hat sogar sein gestern. Digga, ah. Das ist der nette Follow. Könnt ihr bitte aufhören, Hate-Kommentare zu schreiben? Danke. Oder doch schreiben, weil die sind echt fake. Also ich bin euch ehrlich, wenn ihr lustige Hate-Kommentare habt, die wirklich kreativ und produktiv sind, lasst es raus. Das wird sich. Muss ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Ach so, ich hab ganz neu, ich sag das jetzt mal, Tonne auf dem Deutsch. Warten wir mal. Auch von meiner Kopf. Werbung für dich oder was? Ja. Werbung. Also, Klappe 1 erste. Hi, ich bin Tonne. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt, würde ich mich sehr gerne freuen. Also, für jeden Like. Also, folgt mir auf Instagram. Boxy Seal, meiner Mädchen. Ich weiß nicht, ob Jessen Mambler das hinkriegt, aber hier ist irgendwo ein I. Und ich hoffe, da ist dann mein Instagram. Da ist ein Bock-Effekt. Okay. Komm, was war auch noch? Okay, 1, 2, 3, man sieht sich.